Hört mal, geschwind! Oh, Globi, bist du nicht mehr verrückt wegen unserem dummen Eiertennis-Tatsch? Ja, also, es war schon etwas gemein von euch. Es war aber nicht meine Idee, Globi. Ja, excuse, Globi. Ich habe sie in dem Moment halt eben gerade schambar lustig gefunden. Mhm. Aber es stimmt schon, ein bisschen gemein war es schon. Eigentlich nicht nur ein bisschen. Ja. Aber okay, ich excusiere euch für das Mal. Manchmal haben ja so Streich auch etwas Gutes. Mir ist nämlich beim Waschen von meinen gehäuselten Hosen ein neuer Sport in den Sinn gekommen. Oh, schnell, erzähl! Um was geht's? Wir können doch alle drei super gut Rollschüdeln. Ich vor allem. Ich kann sogar Hinterski Bögli fahren. Viel besser als Meien. Dafür kann ich auf einem Bein. Fürschi und Hinterski. Ja, ja, ist ja gut, ihr zwei. Jetzt lasst mal zu. Ich habe gedacht, wenn doch amigs auf dem See die Surfer auf ihrem Brett über die Wellen sausen oder das Segelschiff so richtig schön im Wind liegen, dann könnten wir doch das mit den Rollschuhen auch machen. Also, Globi, das ist eine fertige Doppelidee. Wir können doch nicht mit den Rollschuhen ins Wasser. Die Rollschuhe würden ja rostig und das möchte ich also nicht. Und überhaupt, Rollschuhe mit Segel dran habe ich jetzt also noch gar nie gesehen. Nein, natürlich nicht so. Aber die Rollschuhe an den Füssen und ein selber gebasteltes Segel am Rücken. Und dann ab auf den Pausenplatz. Das müsste doch funktionieren, oder nicht? Aha, du meinst einfach ein Segel an den Rücken binden? Wie die Flügel vom Christkindli. Ja, jetzt haben sie es begriffen. Schaut, da habe ich schon mal ein paar so dünne Stecker parat gemacht. Und aus dem Tischtuch da machen wir 3 gleichliche Stückchen. Oh, so lässig! Du, das könnte vielleicht sogar funktionieren. Also,